In den letzten Jahren war sehr viel Bewegung in der Wiesbadener Schullandschaft und es wurde sehr viel Geld investiert. Viele Schulgebäude wurden saniert, zahlreiche Schulen erweitert und einige auch komplett neu errichtet. Zu den neu gebauten Schulen gehört jetzt auch die Fritz-Ganzberg-Schule, eine traditionsreiche Grundschule im Südosten von Wiesbaden. Die Fritzi, wie die Schule von der ganzen Schulgemeinde kurz benannt wird, war nicht nur in die Jahre gekommen, sie platzte aufgrund der steigenden Schülerzahlen auch immer mehr aus allen Nähten. Nach umfänglicher Diskussion in der Schule und den politischen Gremien der Landeshauptstadt stand die Entscheidung dann fest. Nicht weit vom bisherigen Standort entfernt sollte ein Neubau für die Fritz-Ganzberg-Schule errichtet werden. Und so wurde das Grundstück am Moltkering für das Bauvorhaben ausgewählt. Die Planungsidee für das neue Gebäude stammt vom Wiesbadener Architekturbüro Kissler, Efgen und Partner. Die sogenannte Bauantragsplanung, also alle Planungsschritte bis zur Baugenehmigung, wurde vom Hochbauamt der Landeshauptstadt Wiesbaden verantwortet. Anfang 2018 hat die Stadtverordnetenversammlung dann beschlossen, dass die Umsetzung des Bauvorhabens durch die WIBAU, eine städtische Baugesellschaft mit Schwerpunkt im Schulbau, erfolgen soll. Was für eine Aufgabe, was für ein Projekt. Eine Traditionsschule wie die Fritz-Ganzberg-Schule von der Schulgemeinde und Generationen von Schülerinnen und Schülern, liebevoll nur Fritzi genannt, soll an einen neuen Standort neu errichtet werden. Wahrlich eine Herausforderung, der wir uns als WIBAU, als städtische Baugesellschaft mit viel Erfahrung im Schulbau, gerne angenommen haben. Gemeinsam mit einem engagierten Team von Planern und Bauhandwerkern ist uns, denke ich, hier wirklich etwas Großes gelungen. In wenigen Wochen wird neues Leben in dieses Haus einziehen. Neue Schülerinnen und Schüler betreten dieses Haus und ihr Lachen wird das vorherrschende Geräusch sein nach den Bauarbeiten in diesen neuen hellen Räumlichkeiten, auch in dieser Turnhalle, in der ich stehe. Die Schule hat sich ein bisschen versteckt. Von der Straße am Moltkering ist nur die Eingangssituation wahrzunehmen, aber wenn man das Haus betritt, öffnen sich die neuen hellen Räumlichkeiten quasi wie eine Wundertüte. Zusammen mit dem Wiesbadener Architekturbüro Kissler, Efgen und Partner haben wir die Idee realisiert, die neue Schule gleichsam harmonisch in den vorhandenen Gebäudehang einzuschmiegen. Bei der Umsetzung wurden nicht nur technische Herausforderungen gemeistert, wie beispielsweise Barrierefreiheit oder Passivhausstandard. Nein, auch viele schulkindgerechte Elemente haben Berücksichtigung gefunden, beispielsweise die Farbgebung in den Fluren nach den Naturelementen. Alles zusammengegossen in eine einzigartige Architektursprache. Ja, und gerne hätten wir die Fertigstellung der neuen Fritzi natürlich mit einem großen Fest gefeiert. So ein kleiner Virus hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht dabei, aber trotzdem wollen wir vielen Menschen zeigen, wie schön diese Schule geworden ist, und so ist die Idee zu diesem Film entstanden. Wir haben ein paar wichtige Menschen eingeladen, sich die Schule anzuschauen, etwas dazu zu sagen, und so kommen in diesem Film unser Kultusminister Professor Alexander Lorz, unser Wiesbadener Schuldezernent Axel Imholz und einige andere zu Wort. Und so möchte ich gleich zum Beginn dieses Films allen danken, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. Den Planern, den Menschen, die hier gebaut haben, der Stadt Wiesbaden, dass sie uns diesen herausfordernden Auftrag erteilt hat, und natürlich, was oft vergessen wird, auch der eigenen Truppe, den Männern und Frauen der WIBAU. Und ich darf hier stellvertretend für alle unseren Projektleiter Tim Hassmer nennen, der mit dem Einfühlungsvermögen eines jungen Papas dieses Projekt hier mit sicherer Hand gesteuert hat. Natürlich wollen wir niemanden vergessen, und so haben wir alle Projektbeteiligten in dem Abspann zu unserem Film genannt. Das ist fast wie im Kino, wo man am Ende sieht, bei wem man sich für die tolle Aufgabe bedanken muss. Und ich denke, dieses Video ist auch ein Dokument, und wir hoffen, dass man
es in vielen Jahren noch anschaut und erfassen kann, welche Freude uns hier eingenommen hat, dass diese tolle Schule fertiggestellt worden ist. Wir wünschen der Schulgemeinde, vor allen Fällen aber den vielen hundert Kindern, die hier ihre ersten Schritte in das Schulleben gehen werden, dass sie stets viel Spaß und ein gutes Gefühl in ihre Fritzi haben werden. Schon zum Jahresende 2019 wurde mit Bodenherrichtungsarbeiten und notwendigen Rodungen begonnen. Der offizielle Baubeginn wurde mit einem Fest im November 2018 begangen. Die Hanglage war eine echte Herausforderung für Planer und Bauleute und die Herrichtung des Baufeldes eine der größeren Aufgaben des Vorhabens. Mit dem eigentlichen Hochbau konnte dann schließlich im April 2019 begonnen werden. Bereits im Juni 2019 wurde der Grundstein gelegt. Trotz der zwischenzeitlich eingetretenen Belastungen bei der Bauausführung durch die eingetretene Pandemie hat die WIBAU ihr Versprechen gehalten und die Schule bis zum Frühjahr 2021 fertiggestellt. Nach den Osterferien dieses Jahres konnten die ersten Schülerinnen und Schüler die neue Fritzi in Beschlag nehmen. Die neue Fritzi ist da. Das ist wirklich ein Grund, sich zu freuen. Und als Schuldezernent freue ich mich doppelt, denn als ich vor 4 Jahren als Schuldezernent angefangen habe, war die Fritz-Ganzberg-Schule die erste Schule, um die ich mich kümmern musste. Sie sollte da eigentlich umziehen, aber das hat nicht funktioniert. Wir brauchten also einen neuen Ort für eine neue Schule. Das hört sich leichter an, als es getan ist. Da haben sich ganz viele Leute Gedanken gemacht, mit der Stadtplanung darüber geredet, wo könnte ein guter Standort sein. Nicht so weit weg von der alten Fritz-Ganzberg-Schule, es sollte im Quartier bleiben. Wer plant das? Wie kriegen wir das finanziert? Das sind alles ganz viele Fragen, um die sich viele Menschen dann Gedanken gemacht haben. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir den Beschluss hatten. Und 3,5 Jahre später steht tatsächlich diese neue Schule. Da steckt ganz viel Arbeit drin. Von den Planern, den Architekten, von den Menschen, die auf der Baustelle gearbeitet haben. Bei all denen muss man sich einfach bedanken, genauso wie auch bei unserer WIBA oder städtischen Baugesellschaft, die dieses Projekt so schön gestemmt hat und in einer super Zeit das Ganze hingekriegt hat und wir damit jetzt ein neues Schulgebäude für die alte Fritz-Ganzberg-Schule haben. Wobei, so alt sie nicht ist, wer sich da umguckt, sieht nur Kinder rumrennen, natürlich auch ein paar Lehrerinnen und Lehrer. Da ist Leben in der Bude. Und auch wenn die alte Schule sicher ein bisschen kuscheliger gewesen ist, andere Atmosphäre gehabt hat, dieses Leben aus der alten Schule geht ja nahtlos jetzt in das neue Gebäude mit rein und es wird brummen vor Leben. Und natürlich wird dort auch gelernt werden, und zwar besser gelernt werden können als im alten Gebäude. Das ist eine topmoderne Schule. In Abstimmung mit der Schule, mit dem Team von Frau Grunwald, ist alles eingeplant worden, was eine Grundschule heute braucht. 350 Schülerinnen und Schüler können hier jetzt den Unterricht besuchen. Und nicht nur lernen, sondern sie können sich austoben. Es gibt wieder ein Kleinspielfeld, auf dem keine Container mehr aufgebaut werden müssen. Es gibt Spielgeräte zum Toben. Es gibt eine Zweifeld-Turnhalle, natürlich vor allen Dingen für die Fritzi, aber später am Tag auch für die Sportvereine, die sich auch wahnsinnig drüber freuen. Also es ist wirklich ein super Tag, sich zu freuen. Es wäre auch ein super Tag zu feiern. Das geht in diesen Zeiten leider nicht ganz so gut. Trotzdem, nochmals danke allen, die geholfen haben, dass diese neue Schule in so schneller Zeit gebaut werden konnte. Und den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch den Betreuungskräften wünsche ich viel Freude an dem neuen Gebäude. Vielen Dank. Das neue Schulgebäude fügt sich in die Hangstruktur ein. Es schmiegt sich sozusagen in die natürliche Landschaft. Ganze 17 Höhenmeter sind auf die gesamte Grundstückstiefe zu bewältigen, weshalb die 3 Baukörper mit der neuen Sporthalle und den 2 Klassenriegeln der ansteigenden Topografie folgen und längs zum Moltkering angeordnet wurden. Verbunden sind diese 3 Baukörper über einen quer zum Moltkering stehenden Riegel, welcher die Haupterschließung mit der Eingangssituation sowie die Gemeinschaftsnutzungen aufgenommen hat. Zu diesen Gemeinschaftsnutzungen
gehören nicht nur Kreativräume wie Bibliothek, Werkraum, Musikraum, Spielzimmer und vieles mehr. Die neue Fritzi ist auch mit einer Mensa ausgestattet, an die eine Cook-and-Chill-Küche angegliedert ist. Die Fritzi zieht um und trägt ihren alten Spitznamen jetzt sogar ganz offiziell an der Eingangstüre. Ich bin überzeugt, dass der eine oder die andere von Ihnen, von euch, wahrscheinlich schon immer mal einen Blick von der Straße auf das neue Schulgelände geworfen habt. Und jetzt sind Sie, seid ihr, bestimmt auch ganz gespannt auf das neue Schulgebäude. Wie wird das im Einzelnen aussehen und aufgeteilt sein? Wie werden die Spielgeräte sein auf dem Pausenhof? Und wie werden sich die Abläufe gestalten in einer völlig neuen Umgebung? Ich wünsche der Fritz-Ganzberg-Schule auf jeden Fall ganz viel Glück und einen tollen Start. Es sind ja ungewöhnliche Zeiten. Aber so wie die Fritz-Ganzberg-Schule ihr altes Gebäude, das zwar charmant, aber auch ein bisschen unpraktisch war, jetzt hinter sich lässt, so hoffe ich, können wir auch bald die Pandemie hinter uns lassen. Und wenn dann die Schule wieder 5 Tage die Woche in Betrieb ist, mal so mit richtig Lärm und Trubel und Gewusel in den Klassenzimmern und auf dem Pausenhof, dann wissen wir, dass wir wieder in der Normalität angekommen sind. Für den Weg dahin wünsche ich der ganzen Schulgemeinde von Herzen alles Gute, einen guten Neustart und viel Glück. Und vor allem, bleibt alle gesund. Die kammartige Anordnung der Baukörper parallel zu den Höhenlinien erlaubt nicht nur eine in der Höhe gestaffelte Anordnung, sondern reduziert durch diese Bauweise auch erheblich den Erdaushub. Erde ist ein gutes Stichwort. Teil der Gestaltungsidee für die schöne neue Schule ist die Orientierung an den 4 Naturelementen: Erde, Feuer, Luft und Wasser, was sich auch in der Farbgebung der Klassenraumtakte widerspiegelt. Ja, für uns ist das schon eine außergewöhnliche und bizarre Situation, jetzt hier zu stehen, nach fast 7 Jahren Planungszeit. 2014 haben wir angefangen hier nach einem VUF-Verfahren, so hieß das früher, haben wir angefangen zu planen. Und es gab natürlich auch Planungspausen, die Projektbetreuung wechselte teilweise. Am Schluss war es jetzt die WIBAU, am Anfang war es das Hochbauamt. Ja, und so haben wir uns jetzt durch diese ganzen Jahre hindurch gearbeitet mit Tiefen und auch mit vielen Höhen. Und ich weiß nicht, Sascha, wie du das findest, hier, dass wir jetzt hier stehen. Natürlich gut, wenn man hier mal steht und es ist wirklich fertig. Das ist ein tolles Gefühl. Und wenn man auch ein bisschen die Reaktion der Leute sieht, die jetzt mal hier so langsam eintrudeln und sich das angucken und sagen, hier wäre ich auch gern zur Schule gegangen. Das ist toll zu hören. Es ist aber auch ein bisschen ein komisches Gefühl, weil, wie du sagst, wir sind hier seit Jahren irgendwie unterwegs und gefühlt bin ich auch seit Jahren mal jeden zweiten Tag hier und sehe die Leute auf der Baustelle und sehe die Schulleitung, stimme mich mit den allen ab und von einem Tag auf den anderen fällt es dann halt auch weg. Also es macht einen auch fast ein bisschen traurig teilweise. Bei manchen freut man sich vielleicht, dass man die nicht mehr jeden Tag sieht, aber es gibt auch ganz viele andere Fälle, wo einem das leid tut. Also Schulbau ist schon auch eine spezielle Tätigkeit für einen Architekten. Wir haben jetzt schon 3, 4 Schulen gebaut. Ich glaube, das ist unsere 4. oder 5. Ich habe nicht genau nachgezählt. Schulbau bedeutet nicht nur, sich mit Gestaltung auseinanderzusetzen, sondern Schulbau bedeutet eben auch, sich mit Bildung auseinanderzusetzen, wie Bildung heutzutage funktioniert, welchen Stellenwert Bildung in der Gesellschaft hat. Vielleicht kann sich jeder daran erinnern, wie er früher in die Schule gegangen ist. Klassen sahen früher ganz anders aus. Es gab ja in den 60er und 70er Jahren die Megastrukturen infolge der bildungsstarken Jahrgänge. Schulen, die waren 6-7-zügig, Gymnasien mit 2000 Schülern. Ich selbst war auf so einer. Da ging es nur um Masse. Und hier ist das mal eine ganz andere Aufgabe. Klar, wir haben eine 4-zügige Schule, die ist auch, das sind auch etwa 300 Schüler, aber wir haben hier sehr stark darauf gesetzt, dass wir eine Verzahnung von Außen- und Innenraum hinbekommen. Wir haben ja hier 3 Gebäudezeilen, die entlang eines Hanges gestaffelt sind
Und zwischen den Gebäudezeilen, die eigentlich nur ein- oder zweigeschossig sind, gibt es Freiräume. Dann gibt es Bäume, da gibt es Spielplätze. Und so entsteht im Grunde eine sehr offene, kammartige Struktur, die also ganz weit weg von diesen Megastrukturen der 50er und 60er Jahre ist. Die Klassenräume sind jahrgangsweise jeweils zu drei Klassenräumen und einem Fachraum zusammengefasst. Die dazugehörenden Erschließungsflächen, in ihrer Farbgebung den Naturelementen folgend, bilden in Verbindung mit dem rückspringend angeordneten Differenzierungsräumen für jeden Jahrgang einen räumlichen Schwerpunkt. Damit sind diese Erschließungsbereiche auch Teil der für ganz unterschiedliche Lehrkonzepte nutzbaren Fläche. Ja, hallo. Ein bisschen zu erzählen von dem Projekt. Meine Aufgabe hier im Speziellen war jetzt die Projektsteuerung und die Projektleitung von dem Projekt. Das heißt, wir haben zusammen mit dem Schulamt als WIBAU nun dieses Gebäude errichtet, sind später auch der Betreiber von dem Gebäude. Und im Speziellen haben wir hier halt die Aufgabe, die Firmen und die Planungsbeteiligten zu einer Einheit zu bilden und das Kosten- und Terminthema auch im Blick zu behalten. Da haben wir mittlerweile sehr gute Strukturen entwickelt, zusammen mit dem Schulamt, um auch diese größeren Bauvorhaben zu realisieren. Und ich muss auch sagen, auch bei diesem Projekt war es jetzt wieder eine sehr gute Zusammenarbeit. Also das ganze Team war eigentlich sehr gut strukturiert und hat sehr gute Arbeit geleistet. Es war ein harmonisches Bauen, was ja auch nicht so oft vorkommt. Es gibt natürlich immer irgendwelche Besonderheiten beim Bauen. Bei diesem Projekt würde ich jetzt den Fokus legen auf, dass es diese Hanglage hat, dieses Gebäude im Speziellen, und sehr in den Hang auch reingebaut wurde. Wir haben hier knapp 20.000 Kubikmeter Erde bewegen müssen. Ein ganzes halbes Jahr lang quasi wurde nichts anderes gemacht als Erde abgefahren. Diese Erde war eigentlich dafür gedacht, zu einer Entsorgung zu bringen. Das Besondere hierbei war, es ist ein sehr lehmhaltiger Boden. Wir konnten eine Firma gewinnen, die das als Rohstoff nutzen kann. Und daraus wurden quasi aus der Erde, die das Gebäude hier quasi nicht gebraucht hat, wir abfahren mussten, konnten wir zu einer Firma fahren, die quasi Steine dort draus gemacht hat, die für den Einfamilienhaus waren. Also das war so ein bisschen eine Besonderheit bei diesem Projekt. Ein anderes Thema war, also das ist so ein bisschen der ökologische Gedanke dahinter, dass man diese Erde halt nicht entsorgen musste, sondern wieder auch dem Wohnungsbau quasi zuführt. Ein anderes Thema ist hier vielleicht gewesen oder eine Besonderheit, dass das ganze Gebäude wird mit Strom betrieben. Auch die Energieerzeugung für die Heizung wird hier mit Strom betrieben. Auf dem Gebäude befindet sich eine 1200 Quadratmeter große PV-Anlage auf dem Dach, die den Strom liefert für diese Schule. Und diese Entwicklung, dass man immer mehr PV-Anlagen auf die Dächer packt, ist ja auch mittlerweile so vorgegeben durch Stadtverordnetenbeschlüsse. Ich bin gespannt, ob das ein Modell ist, wie zukünftig die Gebäude gebaut werden können, also dass man mit dem Strom, das dann auf dem Dach produziert, auch einigermaßen die Versorgung sicherstellen kann von diesen Gebäuden. Ist so ein bisschen hier jetzt auch seit langem mal bei der Schule so ein Pilotprojekt gewesen, ob das so funktioniert. Wir haben dieses Projekt ja übernommen nach dem Bauantrag vom Hochbeamt diesmal. Es gibt Projekte, die selbst entwickelt werden, es gibt Projekte, die übernehmen wir. Aber das läuft ja innerhalb der Stadt alles Hand in Hand. Ja. Wir hatten hier im Speziellen wirklich alles in allem eine sehr gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Die Firmen waren teilweise sehr super. Auch diese Halle, die man hier sieht, ist wirklich sehr gute Arbeit geworden. Und ich kann mich da wirklich nur bedanken an allen Beteiligten bis hin zum Schulamt und allen Planungsbeteiligten der Fach Grunwald, dass das alles so harmonisch hier zusammen geklappt hat und auch wirklich eine gute Zusammenarbeit war. Ja. Die neuen Klassenräume gruppieren sich um schöne Innenhöfe mit sehr vielen Durchblicken. Die Landschaft wird gleichsam in das Gebäude optisch einbezogen. An vielen Stellen in der Schule und dem neuen großen Freigelände ist der Blick über die Stadt und Teile ihrer Sehenswürdigkeiten durch die Hanglage wirklich einzigartig.
Durch das Eingraben des Gebäudes in den Hang ist zudem ein geschützter Außenbereich entstanden. In einem solchen Außengelände macht es auch wirklich Spaß zu spielen. Hallo, Herr Jakob. Endlich, endlich ist die Schule fertig. Endlich haben wir die neue Fritzi. Was denken Sie? Hallo, Frau Grunwald. Es ist wunderschön. Ich meine, ich habe mich mit der Thematik ja nur knapp 400 Tage beschäftigt. Aber von Sicht der Eltern aus muss ich sagen, es hat sich gelohnt. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Juhu, Gott sei Dank. Denn nach 8 Jahren Planung bin ich doch wirklich froh, dass wir jetzt hier in so einer tollen Turnhalle und vor allem in so einer tollen, neu gebauten und modernen Schule stehen können. Ja, das vergisst man immer. Man vergisst immer, wie viel Aufwand es ist und wie viel Detailarbeit dahinter steckt und wie stark der Einzelne beschäftigt ist. Auch von Sicht der Eltern aus. Also am Anfang dachte ich ja, Mist, Corona, alles irgendwie, wir können die Schule gar nicht betreten. Und dann hörte ich von dem Projekt, dass wir quasi ein Filmteam haben, das es unterstützt, habe es erst gar nicht so richtig verstanden. Und im Nachgang sage ich eigentlich, ja, das ist eigentlich auch einzigartig, weil das ist eine Möglichkeit, das ist etwas Archiviertes, das kann ich immer wieder abrufen. Vieles, das man sonst normalerweise hat, man macht ein Bild, aber viele Eindrücke hat man normalerweise gar nicht so verewigt. Finde ich super. Das stimmt. Ich bin auch wirklich dankbar und ganz happy über diese Idee, dass sie gekommen ist, denn ich glaube, sich das immer mal wieder anzugucken, ist schon etwas Besonderes, wie Sie sagen. Und es gibt so viele Details und so viele Sachen, die man sonst so schnell vergisst. Und ab und zu, vielleicht mal in 10 Jahren beim Schulfest zu gucken, wie war denn hier so die Einweihung, ist, glaube ich, schon etwas, was dann ganz, ganz interessant wäre. Ja, genau. Apropos Schulfest. Ich meine, wenn ich an die alte Fritzi denke, ich mein, wo wir gestartet sind und auch ja, die Aktivitäten des Elternbeirates und wie wir das alles digitalisiert haben, sagen wir, in den letzten 12 Monaten und dann doch die Möglichkeit jetzt bekommen. Ich finde es super, wirklich. Ja? Aber schade, dass wir nicht alle hier sein können, trotzdem. Super schade. Aber ich bin sehr froh, dass wir trotzdem öffnen können, die Kinder kommen und die Kinder hier unsere tolle neue Schule sehen. Ich glaube, es gibt so ein paar Kinder, die schon ab und zu denken, wie wir alle, oh, unser kleines Hogwarts war auch wirklich süß. Ja. Aber es ist kein Vergleich. Wir sind hier eine moderne Schule mit allem digitalen Ausstattung, was man sich vorstellen kann. Und natürlich auch mit ganz, ganz vielen pädagogischen Ideen, die eingeflossen sind. Und ich freue mich, wenn Sie das alles sehen können, auch als Eltern. Ja, also ich freue mich auch riesig drauf. Ich konnte ja einmal still und heimlich von Ihnen geführt durch die Räume gehen und es war noch nicht alles fertig, aber ich war trotzdem beeindruckt, die Aufteilung, die Ruheräume, auch hier den Sportbereich, also wirklich super toll. Und ich denke, die Kinder freuen sich wirklich drauf. Ich denke auch. Neues Jahr, dass wir jetzt die Jahrgänge in Clustern eingeteilt haben und die kleinen Erstklässler fangen mit Wasser an und sie sind die Wasserkinder und werden dann in den zweiten Klassen zu Luftkindern, in der dritten sind sie die Erde und in der vierten Klasse das Feuer, das natürlich dann noch im Sachunterricht behandelt wird und auch ganz spannend ist. Und ich glaube, auch das ist eine neue Sache, die aber die Kinder sehr interessiert und auch vielleicht ganz spannend ist. Und man wird von Wasser zu Feuer und das, glaube ich, ist ein ganz großer Anreiz, auch groß zu werden. Ja, muss ich so sagen, es erinnert mich an eine Zeichentrickserie. Ja, also Anime-Kinder sind bestimmt ganz happy hier. Absolut, ich denke, ich kenne da einen. Ich glaube auch. Naja, und dann haben wir natürlich 4 tolle Betreuungsbereiche, die nach Themen gestaltet sind. Wir haben den Konstruktionsraum, den Snuselraum, wir haben aber auch einen Mal- und einen Spieleraum. Und ich glaube, auch da sind alle Kinder ganz gut abgeholt worden. Wir haben versucht, an viele Sachen zu denken und sicherlich gibt es das ein oder andere, was einem dann im Nachhinein auffällt. Aber so grundsätzlich bin ich schon ziemlich stolz auf diese Schule, dass wir das so toll hinbekommen haben. Also ich glaube, das können Sie sein. Und wir wissen beide, sagen wir aus unserer jahrelangen Berufserfahrung, jeder in seinem Bereich, dass man im Nachgang vieles besser weiß, weil man hat aus den Schritten, in Anführungszeichen, Fehlern gelernt. Aber wenn man bedenkt, wie gesagt, mit welcher Akribie und mit welchem Einsatz Sie dabei waren, immer noch sehr beachtenswert. Vielen Dank. Aber natürlich hatte ich ein super Team, das Architektenteam oder das ganze Wiebau und vor allem auch Projektteam war einfach ganz toll. Und auch jetzt
ist quasi der tägliche Anruf immer, hallo, das fehlt noch oder da ist noch etwas und wie soll ich damit umgehen? Und es wird sofort immer erledigt. Bin wirklich dankbar darüber, dass ich so ein tolles Team an der Seite hatte und aber auch so einen tollen Elternbeirat, der das unterstützt hat und der mich da freigehalten hat vor den Eltern und auch immer wieder kommuniziert hat, was wird werden und wie wird es laufen. Das war ja ganz toll. Also ich bin stolz, ein Teil des Elternbeirates zu sein und wir sind ein tolles Elternteam. Also die Damen und Herren, die uns da unterstützen im Hintergrund, ich meine, viele sieht man ja gar nicht, das ist schon klasse. Und das ist auch das Schöne an dem Zusammenhalt in der Fritzi. Also das ist das. Wir haben jetzt noch ein Jahr vor uns und da freuen wir uns deswegen auch, das mitnehmen zu können in der neuen Schule. Und ja, ich freue mich richtig, wenn die Kids auch mal da sind und immer da einen Rücklauf mal hat. Ich glaube, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Die werden sich alle freuen. Ja. Wir sind sehr aufgeregt, wie es wird am Montag und sind sehr dankbar, dass Sie uns unterstützen bei der Fußwegsicherung, das ja von Eltern da begleitet wird oder die von Eltern begleitet wird. Und Sie sind sehr gespannt über die lachenden und freuenden Kinder. Ja, beim Fußweg war der Förderverein auch sehr aktiv. Der Fritzi muss man auch ganz lobend erwähnen. Und hier Frau Spindler, Frau Lindemann, ja, gerade mal als Person hervorheben. Also die haben wirklich auch eine hervorragende Arbeit geleistet. Auf jeden Fall. Es war insgesamt ein großes Team, was hier ganz, ganz viel geleistet hat. Auch das Lehrerteam, das Betreuerteam. Ich denke, wir haben alle viele Ideen gehabt. Und es hat gezeigt, was für eine tolle Gemeinschaft in der Fritzi herrscht und was für eine tolle gemeinsame Idee dahinter ist. Und das ist eins der Produkte. Das, denke ich, ist das ganz Team, gut geworden. Das Team hat es gelöst, das Team hat es erschaffen. Ja. Genau. Die neue Fritzi ist jetzt nicht nur schön anzusehen, auch in Zukunft sollen sich alle in der Schule wohlfühlen. Auch deshalb wurde für die Fritz-Ganzberg-Schule das Modell Mieten macht Schule gewählt. Dabei errichtet die WIBAU nicht nur die Schule, sondern vermietet sie auch für 30 Jahre an die Landeshauptstadt Wiesbaden. Während all diesen Jahren wird das Schulgebäude stets in gutem Zustand gehalten, denn die Aufwendungen für die notwendigen Instandhaltungen sind bereits in der Miete einkalkuliert und stehen deshalb in den nächsten 3 Jahrzehnten ohne weitere erforderliche Beschlüsse zur Verfügung. Ein wirklich gutes Modell. Auch für die Fritzi. Mit euch zusammen richtig einweihen werden. Es ist super schön, dass ihr da seid.